Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu Clans Defense, verteidige deinen Garten. Genau, ich habe euch in der letzten Aufnahmeseason Level 20 bis Level 25 euch gezeigt. Und ja, man konnte schon bei der letzten Aufnahmeseason merken, dass da immer mehr Insekten kommen, die halt mehr und mehr aushalten und natürlich in Wellenformat auch mehr erscheinen. Und ja, heute werde ich euch die letzte Aufnahmeseason euch zeigen zu dem Spiel. Heute werden die letzten 5 Level erscheinen, Level 26 bis Level 30. Und ja, ich quatsch jetzt mal nicht allzu viel und ich würde mal sagen, es beginnt jetzt das große Finale mit Level 26. So, bis gleich, meine Lieben. So, schauen wir uns erstmal das Feld in Ruhe an. Okay, also es ist eine Zweierlane und 23 Wellen insgesamt. Okay. Das wird auf jeden Fall interessant. Auf jeden Fall. So. Achso, nee. Scheiße. Ja, die Erdbeeren, die kann ich ja schon mal ausrüsten. Auf Stufe 3. Die anderen Pflanzen, die kommen gleich nach. Mit maximaler Stufe. So. Ja, und da werde ich mal noch meinen Kaktus pflanzen. So. Das müsste hoffentlich ausreichen. So. Aktiviere schon mal die Geschwindigkeit. So. Alles schön in Ruhe auf upgraden. Alles abgegradet, das ist gut. So, den Ring nehme ich gerne mit. Aber ich ahne zumindest, dass wir noch so ein Level machen müssen vom Spiel aus, wo wir vom Spiel irgendwelche Pflanzen hinbekommen. Also vermute ich jetzt mal. Also eins müssen wir garantiert machen und ich bin sehr auf das große Finale gespannt. Also da bin ich echt sehr neugierig. Auf beide Lanes kommen die jetzt, okay. Sollen die ruhig versuchen. Ich
Ich lasse mich mal überraschen, ob wir nochmal gegen Boss-Insekten nochmal kämpfen müssen. Da bin ich ja echt gespannt jetzt. Vielleicht im letzten Level alle Boss-Arten, die wir bis jetzt kennengelernt haben. Zutrauen würde ich es dem Spiel. Die Marienkäfer. Jetzt kommen die Spinnen. Na, eigentlich hätte ich hier auch noch mal einen Körper zu packen können oder hier. Na, ist egal. Na, ah, jetzt kommt der Raser. Und jetzt kommt gleich die Mantis. Ah, ein Rasenmäher. Sehr schön. Heb ich mir für die letzte Welle auf. Okay, es kommen gleich auf zwei Lanes Marienkäfer. Okay. Eine Perle, die kassiere ich da gerne mit ein. Also ist schon irgendwie ein geiles Gefühl, wenn alle Pflanzen jetzt auf Stufe 3 ausgerüstet sind. Schon ein starkes Gefühl. Da kommt gleich der Nashornkäfer. Na, soll er ruhig kommen, ich habe keine Angst vor ihm. Das Gute ist ja bei den Kürbissen, die machen ja Flächenschaden, was sehr gut ist. Ja, die sind schon ein bisschen weitergekommen. Respekt. Jetzt kommen die Nashornkäfer. Also, wenn die Paprika und wenn der Kürbis, wenn die zusammen in der Nähe angreifen und auf maximale Stufe sind, dann haben ja sogar die gepanzerten Insekten überhaupt gar keine Chance. Finde ich gut. Na, dann werden die wohl hier auf der Lane erscheinen. Ja, dachte ich mir. Oh. Na komm, ab hier. Jawohl, das war's.